Thorsten, die erste Schlacht ist geschlagen, eine wirkliche Hitzeschlacht. Welche Eindrücke hast du mitgenommen aus diesen ersten 70 Minuten der Saison gegen Preußen Münster? Ja, aller Anfang ist schwer, ich würde es mal so sagen. Wir haben jetzt heute probiert, eben schon so ein paar Ideen, die wir im Training hatten, mal hier zu sehen. Das ging mal gut, ging mal weniger gut, aber dafür sind Testspiele da. Klar ist, wir wussten im Vorfeld, dass wir aufgrund dieser Verordnung nur 15 Spieler aufstellen dürfen. Dann ist dann doch ein großes Problem, ist, wenn dann ein Spieler verletzt ausfällt, wie bei Preußen Münster, dass dann nicht mal die Möglichkeit besteht, dann zurückzuwechseln. Deswegen haben wir dann halt auch der Fairness halber gesagt, wir holen auch noch einen Mann runter und haben dann dieses Testspiel im 10 gegen 10 zu Ende gespielt. Wenn man es mal unter dem Aspekt sieht, man wollte ein bisschen was sehen von den Trainingseinheiten. Wenn ich sehe, das Tor, da hatten wir einen hohen Ballgewinn, haben schnell umgeschaltet. Da war ein Teil davon dabei, das stellt mich zufrieden. Und dann gibt es halt auch, wie immer, Dinge, wo du gesehen hast, die, wohl wissend auch warum, noch nicht ganz rund laufen. Aber sie haben sich alle bewegt, wir haben keinen Verletzten gehabt und im Endeffekt dann war es ein ordentlicher Test. Die erste Woche endet am Sonntag mit einem Laufprogramm, auch in den etwas früheren Morgenstunden. Worauf liegt der Fokus dann in Woche 2? Wir müssen den athletischen Bereich berücksichtigen. Wir müssen berücksichtigen, dass wir auf dem Platz eben die taktischen Inhalte trainieren. Und das ist bei uns immer komplex. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt nur Kondition oder wir machen nur Fußball. Also es ist ein Mix immer von beiden. Deswegen werden wir schon versuchen, über Spielformen, gerade hier die Situation, wie wir pressen wollen und in welcher Höhe wir pressen wollen, das werden wir dort in den Trainingseinheiten dann auch in den Vordergrund stellen. Und immer wieder halt auch unsere Offensivabläufe, die wir letztes Jahr halt auch in unserem Positionsspiel hatten, wo wir nicht von weggehen, sondern das wollen wir perfektionieren. Das sind die Inhalte jetzt der Vorbereitung. In der Vorbereitung zu einer Saison gehört eben halt auch der athletische Aspekt und der wird auch nicht zu kurz kommen. Danke. Danke auch. Oder willst du noch irgendwas? Nö, gar nicht. Alles gut.